Hallo Leute und willkommen zurück bei Mass Effect 3 und wir fliegen wieder in die Galaxiekarte und dann schauen wir mal, was wir uns als nächstes vornehmen mit Palavin. Sind wir ja soweit fertig. Massenportalsprung. Dann gucken wir mal. Wir müssen Arya treffen und Dr. Bryson. Das würde ich aber eigentlich gerne später machen. Das Minusödland. Exodus waren wir schon. Hier, das ist im Prinzip gerade am wichtigsten, die Studenten zu retten. Milan, das waren wir auch schon. Hades Gamma waren wir auch schon. Das heißt, wir müssen... Oh, ich muss hier mal rudern mit meiner Maus. Das ist nervig. Sigurds Wiege, da waren wir schon. Im Würgeschlund waren wir noch nicht. Dann fliegen wir zuerst mal die neuen Cluster an. Die Fernbedienung lege ich am besten auch mal weg, sonst wische ich die beim nächsten Mal noch runter vom Tisch. So. Signal bestätigt. Mal scannen. Lass mich in Ruhe. So, Scan starten. So, da ist es auch schon. Credits. Super. Das schadet auf jeden Fall nicht. So, jetzt ist hier irgendwo noch so ein Ding. Ja. Da. Lass mich. Ich bin nicht so lecker, wie ich aussehe. Da, scheiße. Leck mich. Übrigens, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann ist da immer definitiv was. Signal bestätigt. Es ist halt immer nur tierisch nervig. Also jetzt hier in diesem kleinen System ist es immer relativ einfach, aber wenn ich dann immer in größeren System unterwegs bin, ist es halt immer schwierig, das Schiff nur so darüber abzusteuern, ohne zu scannen und nur halt auf dieses Geräusch zu hoffen, das halt aufploppt, sobald man halt über das Wrack oder die Überreste drüber fährt, fliegt, wie auch immer. Das ist störend, von daher kann ich persönlich leider nicht vollständig auf die Scans verzichten, obwohl man es halt so könnte. Also scannen muss man halt sowieso, aber man würde sich halt diese unnötigen Scans schenken. So, hier zum Beispiel. Jetzt könnte ich hier praktisch durch die Gegend fliegen, nur auf dieses Geräusch hoffen, aber das ist mir ehrlich gesagt zu doof. Da gehe ich das Risiko, dass mich die Reaper dann eventuell schnappen, doch lieber ein. So, hier haben wir es auch schon. Das geht relativ schnell. Denn wenn wir jetzt hier fertig sind, widmen wir uns auch gleich der Grissom Akademie. Ich könnte mich jetzt hier wieder ewig mit dem Planeten befassen, aber ich mache es jetzt absichtlich nicht, weil ich hatte ja versprochen, dass wir hier jetzt in der Folge noch ein bisschen mehr Action haben werden, als wir uns in der letzten Folge unterhalten haben. Ich weiß immer nicht so, dass... Das ist immer für mich so ein bisschen Interessenskonflikt, wenn wir halt diese Folgen haben, in denen ich meistens nur erzähle, also sprechen lasse und die Gespräche führe. Ich weiß nicht immer, ob das so für euch Zuschauer, ob das sonderlich interessant ist. Denn für mich ist es in dem Sinne ja auch nur sekundär interessant, weil ich es ja halt jetzt doch schon wenigstens zweimal gehört habe. Und der Vollständigkeit halber führe ich die Gespräche halt. Oh, das war jetzt ein bisschen schnell für diejenigen, die lesen wollen. Und wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist auch egal. Jedenfalls ist es für mich da auch ein bisschen schwierig, so ein Mittelding zu finden. Okay. Reaper Umgang. Raus. Rein. Hin. Und scannen. 300 Einheiten Treibstoff. Sehr schön, dann sind wir voll. Und können zurück. Der Würgeschlund ist zu 100% erschlossen. Das finde ich schön. Können wir jetzt direkt ins Massenportal. Hier waren die Reaper zum Glück noch nicht da. Und dann ab dafür. So. Ewig jetzt über die Galaxiekarte. Und ab in den Petra-Nebel.
Die Grissom Academy wird doch in einem der Bücher erwähnt. Ich weiß gar nicht, jetzt welches es war. Ich habe sie im Regal stehen, aber davor steht leider gerade ein Dragon Age Buch, von daher kann ich gerade auch den Titel nicht lesen. Doof. Aber gut, im Prinzip hat Trainer schon das Wichtigste gesagt, also es ist eine Schule in dem Sinne für hochbegabte Kinder mit diversen Talenten, wie zum Beispiel der David Archer aus dem Overlord DLC von Mass Effect 2, den haben wir da auch dorthin geschickt. Es war ein Autist. Und dort sind halt wirklich viele solcher Kinder. Genau, hier steht es nochmal. Die erklärte Aufgabe der 2176 gegründeten John Grissom Academy besteht darin, eine Studentenschaft zu fördern, die sich durch Spitzenleistungen und Leidenschaft für Mathematik, Wissenschaft und die freien Künste auszeichnen. Alle Studenten sind Menschen. Aha, und zwischen 13 und 25 Jahren alt. Die Einrichtung bietet auch Unterricht für biotische Begabte an, was allerdings nicht groß beworben wird. Das Ascension-Projekt der Schule wird diese Studenten ausbilden, will diese Studenten auch, was ist heute los, und sie danach in die normale Gesellschaft integrieren. Passive Sensoren enormen hier registrieren mehr als ein Dutzend Wärmequellen in der Nähe der Anlage, jede davon mit der Größe und Intensität des Antriebskerns eines Jägers. Gut, dann legen wir mal los. So, unser Team wächst langsam. Sehr schön. Ist zwar immer noch... Oh, die guckt auch böse. Also, wir können jetzt auch ein bisschen Edis Aussehen anpassen. Hier sehen wir nochmal die Infos. Panzerungsbonus, Aufladetempo der Kräfte. Ja, Fähigkeiten, Verbrennung, Überlastung, Verteidigungsmatrix, Tauschkörper, unabhängige KI. Ich denke, wir nehmen Edi durchaus mal mit. Das kann nicht schaden. Und Garrus auch. Und Garrus hat natürlich auch... Oh, episch. Moment, ich muss mal kurz das mal zurück. Boah. Geil. Ja, komm. Es sieht vielleicht ein bisschen übertrieben aus, aber es sieht auch derbe cool aus. Das gebe ich mir jetzt einfach mal. So. Ich habe leider noch keine wirkliche Alternative. Die Rieger Carbine. Ist leider zu schwer. Noch. Ich glaube, ich bleibe dann erstmal bei der Crusader. Die kann ich noch ein bisschen modifizieren. Einmal hier. Einmal dort. Ach, die war zu schwer, genau. Ah, stimmt, das war's. Darum hatte ich die Skimitter. Richtig. So. Bleibt so. Gut. Dann Garrus. Er kriegt das Kishok Harpoon-Gewehr. Das ist ganz lustig, die Waffe. Die hat, die verschießt wirklich Harpunen. Also wirklich richtige Harpunengeschütze. Sieht ganz lustig aus, aber ja, es ist so, ob man es wirklich braucht, ist so die Frage. Dieses turianische Antimaterialgewehr wurde für das Töten von Reaper modifiziert. Das Zielfernrohr des Krisai verfügt über einen Entfernungsmesser, der das Ziel immer im korrekten Verhältnis zum Schützen hält, was vor allem dann praktisch ist, wenn der Scharfschütze auf kurze Distanz agieren muss. Geil. Okay. Die ist auch... Die ist zwar langsam mit der Feuergeschwindigkeit, aber die macht guten Schaden. Aber nicht so viel wie die Mantis. Ist da eine Waffe, die mehr macht? Der ist Kishok Harpoon-Gewehr. Oder irgendwie ist das komisch, wenn... Das Kishok Harpoon-Gewehr ist eine Batarianer-Waffe übrigens. Er bleibt bei der Mantis. Und die Mantis rüsten wir jetzt halt noch entsprechend auf. Nochmal schön Schaden. Servomuni braucht er nicht. Und hier haben wir die Avenger, die Argus, die Windicator, Valkyrie, Partikelgewehr. Er kriegt auch die Cerberus Harrier. Und dazu noch die entsprechenden Mods. So.
Dann brauchen wir jetzt noch Edi. Ich weiß, das dauert gerade wieder ein bisschen, aber ich bin da lieber einmal genau und dafür dann nie wieder. Jetzt, wenn ich das permanent machen muss. So leiden wir das jetzt hier einmal durch und dann ist auch wieder gut. Sehr schön. So, Skillen. Ja, Fitness wäre nicht schlecht. Ich möchte gerne das hier. Das erhöht nochmal unsere Gesundheit und unsere Barrieren. Das können wir gut gebrauchen. Und die drei restlichen Punkte spare ich mir. Jetzt müssen wir noch Edi skillen. Hier würde ich beinahe sagen, wir machen das so. Ich skille Edi auch auf... Brauche ich nicht, Schaden ist besser. Auf... erhöht Schaden 8 Sekunden lang um... Erhöht Schaden 8 Sekunden lang um... Wann? Wann erhöht es den Schaden? Das würde mich jetzt interessieren. Hier könnte ich das Auflauftempo um eine Sekunde verkürzen. Das... Ach nee. Verbrennung verursacht bei eingefrorenen Zielen. Nein. Lieber mehr Schaden gegen Panzerung. So, und dann nehmen wir hier noch das Überlasten. Hier gehe ich auch wieder auf Kettenüberlast. Hier. Und... den Rest lasse ich erstmal frei. Da gehe ich dann lieber noch hier drauf. Dann hat Edi noch ein bisschen mehr Gesundheit. Jetzt können wir das aber auch abgleichen, wie das so steht. Hier sehen wir unsere Daten. Shepard selbst hat 175 Gesundheit, 850 Barrieren. Garrus bei beiden 757. Edi ist ein bisschen schwachbrustiger unterwegs mit 650 bei beiden, aber immer noch vollkommen ausreichend. So, und jetzt auf. Da sind die Typen, die auf das Notsignal reagiert haben. Ein Cerberus-Kreuzer. Und mindestens ein Dutzend Abfangjäger. Zu viele für einen direkten Kampf. Wir wollen den Laden wohl unbedingt. Empfange eingehende Übertragung. Ich höre. SSW Normandy. Hier ist Kaylee Sanders, Direktorin der Grissom-Akademie. Wir brauchen sofort Hilfe. Cerberus greift die Anlage an. Sie wollen meine Studenten. Hier, Commander Shepard. Der direkte Zugang ist blockiert. Ich weiß, sie kontrollieren unsere Andockbuchten. Alternativen? Ein Hilfsfrachtraum, den ich wohl öffnen kann. Gut, wir kommen mit dem Shuttle und holen ihre Studenten da raus. Joker, können Sie sie ablenken? Aber hallo! Komm und hol mich! Shuttle in Position halten, wir kommen zurück! Gut, okay. Dann erstmal die 7 für die Brandmunition. Dann können wir uns erstmal die Outfits anschauen. Das sieht schon ein bisschen kämpferisch aus. Und Garrus verzichtet gerade auf seinen Helm. Ist aber auch okay. So, er kriegt erstmal die Panzermunition. Die Panzerbrechende. Commander, ich habe mich in einem Serverraum um die Ecke eingeschlossen. Ja. Cerberus-Truppen versuchen einzudringen. Nicht mehr lange. Ups. Was? Was ist hier passiert? Habt ihr das? Oh yeah. Sanders, alles sicher. Ich bin's. Vielen Dank. Admiral Anderson hat immer gesagt, Sie wären der Beste. Und den brauche ich auch. Denn Cerberus will meine Studenten. Wie viele sind sie denn? Weniger als 20.
Die meisten wurden wegen der Reaper-Invasion heimgeschickt. Aber einige blieben freiwillig, um der Allianz mit Tech-Prototypen zu helfen. Andere sind Biotiker. Sie wurden für Militäroperationen ausgebildet, als sogenannte biotische Artillerie. Sie sagten etwas über Admiral Anderson. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren kennengelernt, als er ein Spectre-Kandidat war. Ich war bei Sarens Verrat an ihm dabei. David hat mir damals das Leben gerettet. Er war beim Angriff der Reaper auf der Erde. Er blieb zurück, als ich losflog. Das wusste ich nicht. Wir erfahren hier kaum etwas. Lebt er? Er lebt und kämpft und führt zurzeit die Widerstandsbewegung an. Gut. Wenn wir hier wegkommen, richten Sie ihm Grüße von mir aus. Ein paar Monate mit Übungspuppen bereiten Ihre Studenten nicht auf den Krieg vor. Stimmt. Aber die Allianz braucht alle verfügbaren Ressourcen. Und unsere Studenten sind spezielle Ressourcen. Sie wollten helfen. Die Galaxie zerbricht. Wie konnten wir ihnen das verweigern? Warten Sie. Ich bin gerade dabei, den Funk zum Laufen zu kriegen. Hier ist Fröberg. Studenten in der Orionhalle gefangen. Cerberus hat uns umzingelt und kommt rasch näher. Verdammt. Orionhalle? Zur Tür raus und dann den Gang runter. Ich kann die Tür öffnen. Ich bringe Sie hierher zurück und dann laufen wir zum Shuttle. Danke, Commander. Ich bleibe hier. Vielleicht kann ich die Kontrolle über einige unserer Systeme zurückgewinnen. Ich öffne die Tür für Sie. Sie führt in die Orionhalle. Boah, die Schweine. Es gibt üble Rache. So, gibt es irgendwas zu mitnehmen? Nein? Okay, also weiter. Achtung an alle Studenten! Cerberus-Truppen haben die Kontrolle über diese Station übernommen. Wir wollen ihnen nichts tun. Ergeben Sie sich, dann geschieht ihnen nichts. Wenn Sie Widerstand leisten, können wir für Ihre Sicherheit nicht garantieren. Alles gefallen lassen. Sofort. Niemand tut Ihnen was. In der Akte steht, wir brauchen Sie lebend. Aber Ihre Schwester... Für die gibt's keine Order. Wenn Sie uns Ärger machen, suchen wir nach ihr. Wir verstehen, dass Sie Angst haben. Ah, da. Ihre Lehrer haben Ihre Köpfe mit Allianz-Propaganda vollgestopft. Aber Cerberus kann Ihre Sicherheit gewährleisten. Verdammt. Ich wollte ihm eigentlich einen Headshot verpassen, aber hat nicht ganz geklappt. Ganz gut. Ich bin's. Stellen Sie sich tot, bis die Gefahr vorbei ist. Und gehen Sie dann zu Kaylee Sanders im Sicherheitsbüro. Okay, aber meine Schwester Sean muss hier auch noch irgendwo sein. Ja, du siehst sehr tot aus. Danke. Okay, gab's hier noch irgendwas? Ich weiß, dass hier noch viel auf diesen Sitzmöbeln rumlag. Taktischer Analysebericht, Hausaufgabenkorrektur. Okay. Das sind Hausaufgaben mal nach meinem Geschmack. Sie sind die besten und klügsten, die die Menschheit zu bieten hat. Cerberus kann Ihnen die Werkzeuge geben, die Sie benötigen. Ja, sicher. M.I.R. Schauen einfach mal weiter in den nächsten Raum. Was haben wir hier? Nichts. Hier weiter. Oh. Ach, da. Oh, shit. Das wollte ich eigentlich nicht. Moment. Kann ich... Ah. Schade, das hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Ja. Nein. Schmeiß mal nicht mit dem Zeug. Nimm deinen Stab aus meinem Gesicht. Weg. So,
Fist of Doom, Alter. So. Wo kam das denn? Leute. Macht ihr mal. Ich will noch kurz gucken. Ah, die Avicerator. Ja. Ist die denn leichter als die Skimitar? Die ist genauso schwer, hat eine geringere Feuergeschwindigkeit, geringere Kapazität, aber macht mehr Schaden. Die nehme ich. Ist okay. Sehr schön. Hier lebt noch was. Du! Busch. Wieder so widerspenstig. So, das Matok. Sehr schön. Weiter. Sag mal, wenn wir jetzt nicht diese DLC-Waffen hätten, ja, wie zum Beispiel die Soros Harrier, wäre das Matok für mich im Prinzip die erste Wahl. Sobald ich das hier kriege, würde ich das auch als Klasse die Sturmgewehre. Verdammt, sie ist verletzt. Sie braucht sofort Hilfe. Ja, ja, ja. Sean, können Sie mich hören? Woher kennen Sie meinen Namen? Ihr Bruder ist okay. Er ist bei Kayley Sanders im Sicherheitsbüro. Schaffen Sie es bis dahin? Ja. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Danke. Bitte, bitte. So, wir gucken jetzt mal, ob es weitergeht. Wie gesagt, Matok finde ich eigentlich ganz schön. Und ich bin Fan. Commander, ich habe gerade eine Notfallnachricht von den Studenten in der Orionhalle erhalten. Eine Lehrkraft ist bei Ihnen, aber Sie halten nicht mehr lange durch. Okay. Dann wollen wir mal.